Der faule Pelz ist für mich eine Schande für den Rechtsstaat. Ein Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter mitten in der Heidelberger Altstadt. Mit dem Tod eines 27-jährigen Patienten vor 2 Wochen, dessen Todesursache noch unklar ist, sind Vorwürfe gegen die Einrichtung erhoben worden. 13 Seiten liegen uns vor mit massiven Vorwürfen gegen die Einrichtung Fauler Pelz. Unterstützt wird dieses Schreiben von Rechtsanwalt Kettler. Herr Kettler, was sind Ihre Quellen? Unsere Quellen sind keine persönlichen Erfahrungen von uns Anwälten, sondern uns liegen Berichte von Patienten vor, das sind Mandanten von uns und auch von 2 ehemaligen Pflegekräften aus der Einrichtung. Sie behaupten, dass die medizinische Versorgung nicht gewährleistet wäre in der Einrichtung, unter anderem auch bei dem Patienten, der vor 2 Wochen verstorben ist. Das ist korrekt. Nach unserer Informationslage hat der Verstorbene mehrere Anträge gestellt auf medizinische Versorgung und Gespräche, die von der Einrichtung entweder abgelehnt oder ignoriert worden sind. Das entspricht unserer Informationslage und das hat damit zu tun, dass die Einrichtung chronisch unterbesetzt ist vom Personal her. Wir haben den Leiter der Einrichtung mit unseren Fragen konfrontiert. Er verweist uns jedoch an das Sozialministerium Baden-Württemberg. Minister Manalucha äußert sich heute im Landtag. Für den Fall, dass Patienten gegenwärtig krank sind oder es ihnen aktuell nicht gut geht, wird regelmäßig nach ihnen geschaut. Das Schreiben der Anwälte ist an die Fraktionen des Landtags Baden-Württemberg verschickt worden. Die Anwälte haben das Schreiben ohne Honorar aufgesetzt. Ihnen liege das Wohl ihrer Mandanten am Herzen. Ein weiterer Aspekt Ihres Schreibens ist, dass Sie dem Sicherheitsdienst ein Fehlverhalten vorwerfen. Was meinen Sie damit genau? Genau, und nach unserer Informationslage ist es so, dass der Sicherheitsdienst teilweise Drogen selbst in die JVA geschmuggelt hat, teils unter Drogenkonsum stand während der Arbeit, über nicht ausreichende Deutschkenntnisse verfügt, die Patienten schikaniert, mobbt, unter Druck setzt und Drogentests manipuliert hat. Auch zu diesem Vorwurf bezieht der Sozialminister heute teilweise Stellung. Die Verbreitung und der Konsum von Suchtmitteln sind im Maßregelvollzug nicht vollständig auszuschließen. Im faulen Pelz wird jeder Patient mindestens einmal pro Woche bei Verdacht auf Konsum getestet. Neben den Vorwürfen bezüglich des Personals wird in dem Brief auch von baulichen Mängeln in der Einrichtung gesprochen. Diese dementiert Lucha allerdings. Auch die Verpflegung vor Ort soll teilweise verschimmelt gewesen sein. In diesem Punkt machte das Land bereits Zugeständnisse und versprach, einen neuen Caterer zu organisieren. Das Sozialministerium spricht davon, dass einige von Ihren genannten Missständen schon behoben sein sollen. Unter anderem verweisen Sie darauf, dass das Ganze nur eine provisorische Notlösung hier sei. Reicht Ihnen das als Begründung? Definitiv nein. Dass es sich hier nur um eine provisorische Lösung handele, stellt aus unserer Sicht eine Entschuldigung dar, um die gegenwärtigen rechtsstaatswidrigen Zustände aufrechtzuerhalten. Von einer Behebung der Zustände wissen wir nichts. Der Herr Wagner, unter dessen Schirmherrschaft das hier steht, hat auch neulich noch in einem Interview gesagt, dass beispielsweise das Catering-Problem bislang nicht gelöst sei, der Anbieter nicht ausgetauscht wurde. Insofern gibt es aus unserer Sicht einiges zu tun. Und das vor allem für Sozialminister Manalucha. Der politische Gegenwind wird trotz seines Statements größer.